Hey, liebe Waifus und Hasbinos der Mesomanga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, einer weiteren Monologie mit dem Manga-Interview, Teil Nummer 3. Und ja, beim letzten war es eher so ein bisschen Mischmasch, ne? Ich habe ein paar Manga erwähnt, die mir nicht so gefallen haben. Das hat ein paar Leuten nicht so ganz zugesagt. Aber hey, wie gesagt, ich werde das weiterhin so durchziehen, dass ich einfach meine Meinung gebe. Und wenn denjenigen das dann nicht passt, dann dürfen die gerne ein Däumchen runter machen und mich hassen und keine Ahnung. Wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten. Ich mache einfach weiter. Und zwar, wir sind noch nicht durch, aber wir werden in diesem Part durchkommen. Denn zur Erklärung nochmal, falls ihr Part 1 und Part 2 nicht geguckt habt, schämt euch, holt es nach oder lasst es und schaut einfach den dritten Teil an, weil Baum. Ich habe mich selber gefragt, also Fragen gestellt über Manga und habe auch im Internet so ein bisschen recherchiert, ist bei der Community so, sind so die beliebtesten und häufig gestelltesten Fragen, und ich habe auf Instagram geguckt und es nicht gesehen. Und da sind mir noch ein paar weitere Fragen eingefallen, beziehungsweise ich habe sie einfach nur noch nicht aufgenommen, was ich jetzt tue hiermit. Also würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Und zwar beginnen wir mit meinem wertvollsten Manga, also in Cash Euro, Kaching. Ja, vom Ausgeben her würde ich halt mal knallhart sagen, das ist so eine. Also, wenn man heute den Manga sucht, kriegt man den, glaube ich, für 10 oder maximal 20 €, was echt noch in Ordnung ist. Damals, also wir reden vom deutschen Band. Damals jedoch wurde der dann in Amazon schon mal für 80 € angeboten. Und ich habe diesen Band gekauft für 80 € plus Porto und Versand. Ich habe 2 € oder sowas. Oder 2,50. Also fast schon 82,50 € für einen einzigen Band ausgegeben. Bereue ich's? Irgendwo, ja. Es dreht sich um Band 8 von Psychic Academy, dem Mangaka von hier Dingens, wie hieß es nochmal, Manga Love Story, was wahrscheinlich eher bekannter ist, oder The Visions of Escaflowne. Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Manga nach wie vor. Er ist bei weitem nichts Besonderes so, aber irgendwie hat er was, was mich einfach. Was mir heute noch Spaß macht. Und damals habe ich halt einfach knallhart 80 € für diesen Band ausgegeben, für diesen achten Band, der nicht mal der Abschlussband war oder so. Das war irgendwie der vorletzte Band oder so, oder vorvorletzte. Wie auch immer, ich habe dafür 80 € ausgegeben. Und wenn ich mir heute dran denke, denke ich auch so: Gott, du bist ja einfach dämlich, du bist ja einfach dumm gewesen. Also doof wie Brottee. Aber naja. Ich habe es halt getan, es geht nicht rückgängig zu machen. Und naja, ich habe jetzt einen 80 € wertvollen Manga, der jetzt mittlerweile auf eBay und Amazon führt, ja, 10 €, 20 € weg verscheuert wird. Also, das ist immer wieder so, das ist so eine schöne Geschichte, wo euch da draußen auch zeigt, warten lohnt sich. Wenn ihr ab und zu mal immer wieder in Amazon oder eBay reinguckt, nach dem, was ihr gerade so braucht oder sucht, wartet. Es kann auch sein, dass ihr mal ein Jahr oder sogar 2 Jahre warten müsst. Aber glaubt mir, es lohnt sich, weil wenn ihr den Manga nicht sofort haben wollt und quasi diese ganze Sammlerwert-Scheiße damit unterstützt, was ich ja damals auch gemacht habe, das mache ich heute nicht mehr. Ich warte. Ich warte, bis ein Manga so günstig angeboten wird. Meistens von Leuten, die entweder genau dasselbe sagen wie ich, ja, scheiß auf Sammlerwert, ich verkauf's einfach als ein normales Buch, ja, nicht als 80 € wertvolles, selbst wenn es das letzte Exemplar auf der ganzen Welt wäre. Wenn ich es nicht mehr haben will oder verkaufen will, dann verkaufe ich das ganz normal. Ja, also ich hasse es. Ich hasse Sammlerwert. Den hasse ich über alles. Und ich finde, der ist zu nichts zu gebrauchen, außer dass es irgendjemanden quasi jemand sich daran bereichert, dass jemand anders die
seine Leidenschaft, dieses Werk quasi zu vollenden möchte, nutzte ein anderer gnadenlos aus, indem er einfach dafür urmass Geld verlangt und das meistens auch bekommt. Das finde ich ehrlich gesagt totale Gülle. Aber nun gut, darum dreht sich es jetzt nicht. 80 Euro für Psychic Academy Band 8. So, vom Sammlerwert an sich hätte ich noch vor ein paar Wochen, ja, glaube schon, vor ein paar Wochen, also zumindest vor einem Monat, sage ich mal, hätte ich gesagt, Lollipop or a Bullet, Band 1, Deutsch. Warum? Weil der nicht mehr nachgedruckt wurde und es ist auch scheinbar immer noch so der Fall ist, aber irgendwie, der Band wurde einfach billiger. Also ich sag's mal so, das Ding hat einen Sammlerwert gehabt auf Amazon zum Beispiel. Jetzt kommt Windows 10, lass mich in Ruhe. So, immer diese Angebote, die keiner haben will. Knapp 400 Euro, Leute. 400 Euro. 383 oder sowas. Alter. und das ewig lang. Und jetzt seit neuestem gibt es dieses Ding auch immer noch. Man kann es immer noch schön begutachten auf Amazon. Aber den ersten Band gibt es jetzt scheinbar für 20 Euro oder so. Sogar mehrfach. Auf Deutsch. Also wer Lollipop or Bullet mal erleben möchte, sind zwei Bände. Sind absolut zwei absolut geniale Bände. Ein richtig, richtig genialer Manga. Meiner Meinung nach eine Manga-Perle. Wo die wenigsten kennen. Sollte man unbedingt mal gelesen haben. Und ja, wie soll ich sagen, es ist einfach faszinierend, wie dieses riesige Ding im Wert von knapp 400 Euro immer noch neben diesem 20-Euro-Teil existieren kann. Aber das ist Amazon. Also immer die Augen offen halten und wie gesagt, Geduld zahlt sich aus. Ich habe es normal gekauft, für Normalgeld, für den normalen Originalpreis. Aber 20 Euro würde ich auch noch für ausgeben, weil es lohnt sich einfach. So. Und jetzt mal fernab vom Geld an sich, würde ich einfach mal sagen, mein absolut wertvollster Manga in meiner Sammlung ist der neulich dazugekommene 3x3 Augen Band Nr. 40, weil den gibt es jetzt schon nicht mehr zu kaufen. Das ist einfach, der ist schon wieder nicht verfügbar. So, es gab mal kurze Zeit zwei Angebote, ich habe eins davon wahrgenommen und das andere ist auch so schnell wieder weggegangen und wow, es ist einfach, wenn ihr 3x3 Augen irgendwo seht, entweder in der Gesamtcompilation, da könnt ihr euch quasi Band 1 bis 40 für 200 oder 300 Euro kaufen, was jetzt nicht so schlecht ist, muss ich sagen. Wenn ihr das einzeln, die Bände kauft, zahlt ihr im letzten Endes mehr. Also bedenkt euch mal, wenn ihr Bock habt auf 3x3 Augen, kauft es euch auf eBay im Gesamtpaket, weil da ist auch meist Band 40 dabei. Aber ich hatte schon so viel. Wir haben ja nur noch irgendwie damals 8 Bände oder so gefehlt und ich habe es einfach nicht eingesehen, jetzt diese ganze Reihe nochmal zu kaufen, quasi nur wegen diesem einen Band 40. Ja, und es hat sich ausgezahlt. Ich habe ihn jetzt. Er ist mein absolut wertvollster Manga, weil er einfach nicht mehr nachproduziert wird und ständig irgendwie nicht mehr zu existieren scheint. Also, das ist auch eine interessante Sache mit diesem Band. Nun gut, gehen wir weiter zum das schönste Cover. Ja, da muss ich ehrlich sagen, also erstmal ein Cover geht halt mal gar nicht, weil es gibt viele Bände, die einen vom Cover her ansprechen oder auch ansprechen sollen. Deswegen kann ich nicht sagen, ein schönes oder das schönste. Das gibt's sowieso nicht. Aber ich habe es halt so genannt, weil es im Internet gerne so erwähnt wird. Ich habe da einfach mehrere und keine speziellen jetzt so, dass ich sage, oh, Band 35, da ist der Band, oder Band 12, oh, das hat oh, das, sondern einfach so im Allgemeinen. Und da sind wir jetzt spontan, ich habe schon einige Reihen vergessen, aber nur mal so als Beispiel. Finde ich die Another, also vom Manga Another, ich kann das nicht, ne? Another, also ein anderes oder ein anderer oder egal, ihr wisst, was ich damit meine. Dieser Geister-Manga, Hammer. Ich liebe die Bände. Ich finde diese, erstens mal ist der Zeichenstil cool und zweitens mal ist die Farbgebung einfach
Oh, ich feiere diese Bände, die sind absolut genial. Und auch jetzt diese neueste Edition, wo alle Bände nochmal drin sind, plus Zero. Ich glaube, das heißt ja sogar Another plus Zero oder so. Dieses riesige Ding mit wie nennt man, Hardcover. Sieht auch mega geil aus. Also Another hat's drauf, was Cover angeht. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, das finden viele nicht, weil viele seinen Zeichenstil auch nicht gut finden. Aber ich finde die Attack on Titan, aka Shingeki no Kyojin, Manga-Cover, Hammer. Ich finde die geil. Ich gucke die mir jedes Mal an und die erzählen immer so eine kleine Geschichte. Eigentlich spoilern die schon fast was so, oder so ein bisschen. Also spoilern ist ein hartes Wort dafür, aber es zeigt schon so ein bisschen, was im Manga so ungefähr passiert. Und das finde ich interessant, weil das ist gar nicht mal so häufig, wenn ihr euch mal Manga-Cover anguckt. Vielleicht so die ersten paar Bände dann, aber später verlauft sich das einfach in, mach halt irgendein paar Charaktere aufs Cover und gut ist. Das fand ich irgendwie erstens mal eine ganz interessante Sache, das mal wiederzusehen, so diese Idee. Und auch ich, wie gesagt, ich mag seine Zeichnungen, sie passen einfach zu dieser abgrundtief verlorenen Scheißwelt, um es mal so auszudrücken. Und gleichzeitig finde ich auch die Farbgebung und alles von diesen Covern, ich finde es einfach toll. Ich weiß, viele mögen seinen Zeichenstil nicht, aber ich muss sagen, doch, ich mag die Cover von Attack on Titan sehr, sehr gerne. Auch die Cover von Terraformers, die bei weitem nichts Besonderes sind, aber ich liebe das Logo. Aus irgendeinem Grund macht mich das Logo total an. Als ich es zum ersten Mal das Terraformers gesehen habe bei Tokyo Pop, dieses Cover, habe ich gedacht, alter Schwede, ist das ein geiles Logo. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es sieht einfach cool aus. Das gefällt mir. Meine Augen finden es extrem toll, dieses Logo anzugucken. Aber auch diese Front. Ansichten von den einzelnen Hauptcharakteren und dann die Kombination, wie Tokyo Pop das so schön designt hat, muss ich echt hier auch mal ein Lob wieder aussprechen an Tokyo Pop, weil das sieht halt richtig, richtig geil aus. Terraformers hat für mich ein absolut geiles Cover-Art-Design, obwohl es eigentlich im Grunde immer more of the same ist, aber irgendwas ist dann. Ich weiß nicht, ich find's geil, Punkt. Was ich auch Hammer finde, sind die Cover, also allesamt von XXXHolic, weil die kann man ja so aufklappen, also dann ist ja quasi der Buchrücken und das Cover geben dann quasi ein Bild und aber auch allein schon durch die Cover. Also Clamp kann ja erstmal, die können ja erstmal zeichnen wie noch was. Ich finde die absolut geil und haben so einen schönen, edlen Kunststil und dann diese Cover einfach Bombe. Also richtig Bombe. Gut, machen wir mal weiter. Die nächste Frage. Und zwar der älteste Manga, den ich besitze. Also so jetzt so rein theoretisch wäre das so vom Original her, wo ich ja dann nur eine Kopie habe in einem Sammelband. Aber so rein vom Original her wären es die Hokusai-Manga, die keine richtigen Manga in dem Sinne sind, aber trotzdem so genannt werden und irgendwo auch der Ursprung so ein bisschen sind. So der japanische Ursprung der japanischen Manga ist halt eine Mischung oder ist halt, sag ich mal, so dieser Kulturaspekt von Hokusai mit dieser Kombination aus amerikanischen Comics, die das Ganze dann dieses heutige Manga so beeinflusst hat. Und ja, das wäre halt 1814, als das quasi publiziert wurde, wenn man das so sagen darf. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, der Manga, also ich meine, der Band, den habe ich, der ist glaube ich 2007 oder so rausgekommen. Also nee, das ist nicht mein ältester Manga in Anführungsstrichen, sondern mein ältester Manga in Nicht-Anführungsstrichen ist Machingo Machiko Sensei. Das ist dieser uralte Manga, den ich komplett auf Japanisch habe, der in allerersten Band, der 1980 rauskam. So alt ist das Ding schon. Jetzt müsst ihr mal überlegen, 1980. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe nichts Älteres. Ich bin jetzt aber jetzt nicht davon ausgegangen, also vom Werk an sich, weil es könnte sein, dass ich vom Werk an sich noch was Älteres sogar habe, irgendwo hier. Aber der Band, ich habe halt den ersten Band. Aus diesem Jahre. Das ist halt
wow, irgendwo. Das ist halt, das ist irgendwie geil, weil der Band ist halt zu alt schon. Nicht nur die Serie, sondern halt auch der Band. Und das macht's irgendwie, ja. Und wer jetzt nicht weiß, was Machiko-Sensei ist, das ist ein, fast schon cool, also Kultklassiker würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist doch schon irgendwo ein bisschen Kult, Manga-Status in Japan. Dreht sich um eine sehr beliebte, hübsche Lehrerin, die ein bisschen tollpatschig ist und ihren Schülern helfen will und alles. Und die tun sie halt irgendwie trotzdem immer ärgern, und aber es ist alles recht Comedy-lastig gehalten, sehr auch Gag-lastig und sehr, wie soll ich sagen, harmlos. Ja, es ist, glaube ich, so der Beginn der Panty-Shot-Ära, kann man so sagen. Es hat damals auch einen Riesentumult in Japan ausgelöst. Nichtsdestotrotz wurde der Manga durchgezogen und es wurde auch eine 90-episodige Anime-Serie davon rausgebracht. Für die Kinder, you know, for kids. Panties und so. Ja, Japaner. Juhu. So, nächste Frage. Und zwar, die ist jetzt wirklich etwas länger. Mangaka, dessen Werke man wegen des Zeichenstils liebt. Wir hatten in, ich glaube, Part 2 mit Story. Und jetzt haben wir Mangaka, dessen Werke man wegen dem Zeichenstil liebt. Also wenn man jetzt nur allein vom Zeichenstil ausgeht. Also, ich habe hier einige aufgeschrieben. Einige. Und deswegen mache ich das relativ kurz. Aber ich werde Beispiele erwähnen, damit ihr zumindest wisst, ach, das ist ja der, ne? Oder die. So, ich fange an. Masakazu Katsura. Mangaka gemacht wie Video Girl Eye, DNA, IS und Shadow Lady. Muss ich dazu noch was sagen? Wenn er will, wenn er wirklich so Cover zeichnet oder irgendwelche. Ich so fast schon Wallpaper-artige Bilder, dann kann der sowas von genial zeichnen und er zeichnet ja auch sehr realistisch und hat versucht, diesen Realismus mit dem typischen Manga-Design zu kombinieren und das macht es so besonders irgendwie. Ich finde es genial, also der ist richtig cool. Dann Inio Asano. Auch macht der Hammerzeichnungen, Gute Nacht Punpun, Solanin, das Feld des Regenbogens und noch viele mehr. Hat einfach einen realistischen Zeichenstil und unglaubliche Detailverliebtheit und sieht einfach nur Bombe aus, wenn er so ein Two-Page-Moment macht, wenn man so mal irgendwie einen Charakter sieht im Hintergrund, eine Stadt oder so, und es sieht einfach nur Bombe aus. Dann Tsutomu Nihei, der hat gemacht Knights of Sidonia, Blame, Biomega, Abara, Noise. Er hat diesen dunklen Cyberpunk-Stil einfach für mich in meinen Augen perfektioniert. Oder beziehungsweise er hat so dadurch eigentlich durch diese Cyberpunk, was ja eigentlich so in den 80er und so eher anders aussah, hat er quasi eine komplett neue Art von Cyberpunk erschaffen, meiner Meinung nach. Also, und es sieht einfach nur geil aus. Also, wobei man natürlich sagen muss, Knights of Sidonia ist dann doch eher no mehr Science Fiction. Aber es gibt dann halt so Sachen wie Biomega, die dann schon eher so in die Richtung Cyberpunk gehen. Und die seine Zeichnungen sind irgendwie einfach nicht von dieser Welt. Und das macht es irgendwie so geil. Kyung Il. Entschuldigung. Zu viel geredet. Kyung Il Yang. Da denkt ihr jetzt bestimmt, das ist ein Manhwa-Zeichner. Teils. Eigentlich ist er doch tatsächlich eher ein Mangaka. Aber er stammt aus. Ist Korea? Ja, ne? Südkorea. Auf jeden Fall. Er stammt aus Südkorea, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Der hat auch auf jeden Fall, der zeichnet Manga zum Beispiel. Also er ist meistens Zeichner. Selten macht er Story und Zeichnungen selbst in Kombination, sondern meistens zeichnet er nur. Es gibt Ausnahmen, wie ich glaube Zombie Hunter, da hat er auch die Story für gemacht, aber er hat ja nicht weitergemacht, also in dem Sinne. Area D, ja, hat er gemacht, also hat er gezeichnet. Shin Angyo Onchi, March Story und noch andere Sachen. Absolut geiler Zeichenstil. Dann Yoshiyuki Sadamoto. Den man eigentlich, oder den wir vor allem eigentlich nur von Neon Genesis Evangelion kennen.
Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, gell? Ich muss mal kurz was trinken. Wartet mal kurz. Sorry, Leute. Jetzt geht's wieder. Das musste ein Moment sein. Ja, meine Stimme. So, ja. Neon Genesis Evangelion, Yoshiyuki Sadamoto. Muss ich noch was sagen? Absolut tolle Zeichnungen. Total detailverliebt und Bombe. Kenji Tsuruta, einer meiner absoluten Lieblingsmangaka. Warum? Eben auch, weil nicht nur die Storys cool sind, sondern auch seine Zeichnungen sind Hammer. Echt gemäldewürdig. Er zeichnet auch gern mit Aquarellfarben und Wasserfarben und was er auch noch immer alles genutzt hat für seine Bilder. Die würde ich mir einrahmen und irgendwo aufhängen. Also wirklich Bombe. Er hat Manga gemacht wie Forget Me Not oder Spirit of Wonder oder Werbung. Im Sommer kommt jetzt bei Dark Horse, englischer Verlag, The Wandering Island raus. Also Wandering, wie der wandernde, die wandernde Insel sozusagen. Und das wird ein neues Werk von ihm. Also ist eigentlich schon ein altes Werk, aber wir hatten das noch nicht. Das gibt es nicht auf Deutsch, es gibt nicht auf Englisch. Auf Deutsch gibt es nur Forget Me Not und Spirit of Wonder. Und die sind zwar nicht so gut angekommen, deswegen war es das scheinbar für Deutschland mit Kenji Tsuruta. Deswegen freue ich mich auf dass englische Verlage noch sagen, komm, wir geben dem mal wieder eine Chance oder so. Oder keine Ahnung, vielleicht sehen die einfach, wie genial dieser Zeichner ist. Und er ist halt wirklich, der macht richtig geile Zeichnungen. Dann, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich das mal sage, vor allem als ich die ersten 3 Bände oder so in Händen hielt und gelesen habe, aber tatsächlich Kosuke Fujishima mit zum Beispiel Oh My Goddess oder Sakura Wars. Na, die ersten Bände waren ja unglaublich furchtbar von Oh My Goddess, sowas von hässlich. Wenn ihr da mal einfach in den letzten Band reinschaut, oder es reicht eigentlich schon in die letzten 20 Bände, ist einfach ein Traum, wie der Mann zeichnen kann mittlerweile. Es sind richtig tolle Bilder. Rei Hiroe, Mangaka von Black Lagoon, der zeichnet in seinen Manga nicht immer sehr detailreich und so, aber wenn er mal so Cover Arts macht oder so, hat er schon einen verdammt geilen Stil. Also von ihm würde ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwann ein Artbook holen, weil das ist einfach Bombe. Masayuki Takano, wenn wir die wenigen kennen, Boogie Pop Dual, wahrscheinlich eher nicht so. Gibt's eine Light Novel, gibt's aber auch genauso gut einen zweibändigen Manga. Er war es, glaube ich, gezeichnet. Und Blood Alone, ein Vampir-Manga, der leider auf im Namen des Hiatus steht. Also quasi nicht abgebrochen, aber es wird auch nicht weitergemacht gerade. Und das glaube ich schon seit, 7 Jahren oder so. Eigentlich kann man es abschreiben. Aber, also in Deutschland wird es auf jeden Fall die Bände nicht mehr geben. So viel ist klar. Aber ich, nach wie vor Top-Zeichnungen. Immer noch sehr, sehr schade, dass es da nicht weitergeht. Usamaru Furuya. Tokyo Inferno. Chronicles of Clueless Age. Genkaku Picasso. Sehr düster irgendwo gehalten, der Zeichenstil, aber gleichzeitig auch unglaublich beeindruckend und detailverliebt und immersiv, kann man fast schon sagen. Also, wow, da steckt auch wieder Kunst dahinter. Also wirklich in Hochform. Dann haben wir Hiyoko Kobayashi, werden wahrscheinlich auch wenige kennen. Der hat unter anderem den Manga Peridot gemacht, oder Peridot, und Hyoko Voice, was eher so ein Artbook ist, aber auch Kurzgeschichten beinhaltete. Der Mann kann absolut genial, ich sag mal, erotischen Content zeichnen, ja. Aber er hat aber auch so allgemein so die Art, wie er quasi dann, sag ich mal, keine Ahnung, Frau im Swimmingpool oder was auch immer zeichnet, ist einfach der Hammer, wie er mit dem Licht spielt und alles. Das sieht richtig, richtig nice aus. Der Typ hat es einfach drauf. Ich meine, solche kunstvollen Werke gibt es natürlich auch in dieser Richtung, ne? Da kommen wir gleich noch zu dem nächsten. Satoshi Urushihara.
Chirality, Legend of Lemnia, Atron Shadow, Plastic Little und vieles mehr. Der Gott der Brüste wurde er mal stellenweise genannt. Zeichnet viel oder ist schon sehr, sehr lange im Geschäft und zeichnet oder tut eigentlich nur noch Charakterdesigns für irgendwelche Rollenspiele machen in Japan. Aber er hat eigentlich damals wirklich damit angefangen, irgendwie Erotik-Content zu zeichnen. Und auch hier, wenn ihr euch diese Bilder mal anguckt, wie detailreich und wie genial und was für ein interessanter Charakterdesign einfach dieser an den Tag legt, das ist einfach cool. Es sieht einfach Hammer aus. Es gibt wirklich Bilder oder ganze Bildbände, wo du einfach nur denkst, alter Schwede, das sieht echt Hammer aus. Also fernab vom erotischen Content jetzt, also rein so vom Zeichenstil, von den Lichtverhältnissen, und das sieht einfach Bombe aus. Wie oft habe ich jetzt schon Bombe erwähnt? Ich sollte das mal lassen. Kentaro Miura, Berserk, Gigantomachie und Japan. Ich habe ihm irgendwie mal Nippon gesagt. Ich glaube, weiß nicht, ob das in Deutschland Nippon hieß, aber ich glaube, es hieß in Deutschland auch nur Japan. Ich habe da irgendwie was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall Berserk, Gigantomachie und ja, Japan zum Beispiel. Jetzt nur Beispiele. Der hat einfach dieses Dark Fantasy unglaublich genial drauf. Und auch so wie er dieses Schwarz betont, einfach nur geil. Einfach nur geil. Aber auch so diese Art, wie er so irgendwelche Fantasiefiguren zeichnet und es ist einfach, man muss es einfach mal gesehen haben. Da sind, der tut stellenweise für ein Double Shot, also für zwei Seiten, so ein großes Bild, macht er ein Gemälde draus, das ist der Hammer. Wundert mich nicht, dass er so lange für seine Kapitel braucht, wenn er so intensiv dran zeichnet. Der malt eigentlich fast schon für fast jede Seite irgendwie ein halbes Gemälde. Natürlich ist es beim Manga ein bisschen schwieriger, aber manchmal kommt dann einfach so eine Seite, wo du denkst, alter Schwede, wie lange saß der da dran? Und genau deswegen ist der Zeichenstil von ihm unglaublich genial. Kentaro Yabuki kennen viele wahrscheinlich eher von Love Trouble. Da hat er nur den Content gezeichnet. Oder To Love Rue, wie es vielleicht noch eher bekannt ist. Aber er hat tatsächlich auch Story und Zeichnungen von Black Cat gemacht. Damit ist er damals gestartet. Und ey, ob ihr es glaubt oder nicht, vielleicht sieht man das den Manga öfter mal nicht an. Aber wenn ihr mal so Artbook-technisch oder so mal reinschaut, was für genial, also wie Hammer der Typ eigentlich zeichnet. Das ist, boah. Wäre das im Manga immer so, würde es einfach nur hammerkrass aussehen, aber ich glaube, das wäre einfach, würde einfach auch nicht passen, ein Stück weit. Aber wenn er will, wenn er koloriert und alles, das sieht einfach nur krass aus. Mitsuki Kawashita, Kawashita, wie man es aussprechen würde, Mitsuki Kawashita, Strawberry 100%, Hatsukoi Limited und Lilim Kiss, ist eine Sie, ich glaube, ist die erste Sie hier drin, klar, die macht viel Haremgedöns, aber man muss echt sagen, wie auch hier wieder, wie bei Yabuki auch, wenn man von ihr mal wirklich solche Artworks sieht, denkt man einfach nur, alter Schwede, was für ein Zeichentalent, sieht ja richtig interessant und gut aus, das ist halt wieder ein anderer Charakterstil, aber es ist einfach, es gibt auch im Manga Momente, wo du einfach, wenn es so Nahshots, also wenn die Charaktere so nah im Gesicht bei einer Kussszene oder so, es sieht einfach nur gut aus. Es ist einfach nur, boah. Also für die Genre muss man halt immer auch dazu sagen, noch dazu, für das Genre an sich ist es auch schon der Zeichenstil fast schon zu gut, aber hey, das stört einem dann nicht. Das ist dann wirklich so, das wertet das Ganze dann nochmal auf. Dann haben wir Hiroya Oku, ne, ganz Inuyashiki Zero One, muss ich noch was sagen? Der Typ, der zeichnet einfach kranken Shit und gleichzeitig aber sieht es total geil aus, und gerade jetzt im neuesten, in diesem Inuyashiki, habe ich da schon mal reingeguckt. Allein so, wie er irgendwelche Maschinen darstellt und so, ist einfach nur, boah, Hammer. Kenichi Tachibana, das ist der Mangaka von Terraformers, würde ich sagen.
Und wie soll ich sagen, der hat richtig, richtig geniale, eine richtig geniale Zeichenstil, so, vor allem wie er diese Terraformers, also diese Riesenkakerlaken darstellt. Ich finde das irgendwie aus irgendeinem Grund verdammt geil. Also auch hier echt extrem cool, seine Zeichnungen vor allem im großen Format zu sehen, muss ich halt auch mal sagen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Kei Murayama, werden den jetzt wahrscheinlich niemand kennen, aber vielleicht kennt der eine oder andere den Monster Girl, in Anführungsstrichen Monster Girl Manga Ascent Towers Live, wo es um ein Zentaurenmädchen geht und um eine Welt, die eigentlich nur noch von solchen Monster-Mischwesen bevölkert wird. Absolut süße, aber auch wunderschöne Zeichnungen. Da kann man einfach nicht mehr zu sagen. Es ist einfach, genau wegen sowas sollte man das dann wirklich lieben. So. Musste kurz pausieren. Wo gehen wir da als nächstes? In welchem Manga würdet ihr gerne leben? Also sonst habe ich ja immer gesagt Negima und ich bin nach wie vor dafür, weil ich finde die Welt einfach kreativ und cool und stellt euch einfach mal vor, ihr wärt bei dieser Schule, ihr hättet in dieser Schule gelebt. Ja gut, das ist ein bisschen problematisch, weil es eine Mädchenschule ist, aber so rein so vom Prinzip her, es ist einfach nur wow, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur richtig. Richtig, also mega Campus und da kannst du noch einkaufen und da ist eine riesige Bibliothek und unter dieser Bibliothek ist noch eine Bibliothek und Bäume und ein Wasserfall und ach, was, Drache. Das ist schon geil. Aber ich muss nach wie vor auch sagen, so jetzt mal rein, so, ich habe mehrere Möglichkeiten, sage ich mal. Negima hat ja auch so seine Gefahren und so, aber man könnte es noch so, man könnte sicher eigentlich auch drin leben, wobei es ja fast schon langweilig wäre, weil hallo, man kann Magie, dann würde ich es fast schon riskieren irgendwo wieder, aber hey. Dann gibt es noch sowas wie 12 Beast. Kann man jetzt so sagen, es ist auch irgendwo, man kann in Gefahr kommen und die Welt wird ja irgendwo auch bedroht, aber ich finde die Welt bisher einfach so geil. Es sind drei Bände. Ich mag die Welt einfach total. Diese Minotaurenmine und das Harpiengebirge und es gibt dann noch diese Wasserstadt, die von so einem riesigen. Nee, ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Das ist einfach nur cool dort. Ich würde wirklich gerne leben, weil es sieht einfach alles so faszinierend, interessant und cool gemacht aus. Um es mal ganz plump zu nennen, Monster Musume, würde ich auch feiern. Hallo, Monster Girls, hallo, hallo. Nee, aber irgendwie mag ich es einfach quasi, den Gedanken einfach in der Welt zu leben, wo einfach mal alles voll cool ist, weißt du? Also, ja, so hey, bing, alles super und weiß nicht, alles ist so locker und lustig drauf und finde ich irgendwie cool. Dann gäbe es dann noch Dance in the Vampire Band. Dann einfach, um mal wieder das Ganze wegzuwerfen. Das wäre alles andere als sicher, aber Vampire sind cool und ich würde sagen, das hätte durchaus Potenzial, was das angeht. Da hätte ich schon Bock drauf. Also jedes Mal, wenn ich ein Band weiterlese, merke ich immer wieder, wie ich so reingesogen werde. Das ist so, der Reiz ist auf jeden Fall da. Aber dann natürlich nur als Vampir, als Mensch. Zumindest nicht lange als Mensch. und da kommen wir jetzt zu einer meiner alten Liebe sozusagen, Record of Lotus War. Hallo, das ist einfach so dieses typische Klischee-Ding mit einem Magier, dem Zwerg, dem Schwertritter-Kämpfer da, der Elfe, der Magierin-Elfe und allem so. Und dann gibt es einen Berserker und es gibt Drachen und es gibt Dunkelelfen und es gibt böse Königreiche und ich find's geil. Also, gerne. So irgendwie mit dem Held zusammen in einer Gruppe irgendwelche Monster slashen und irgendwie schon. Irgendwie schon. Okay. Die liebsten Boy-Love-Manga. Ja, den kann ich jetzt nicht so viel anbieten. Dann würde ich fast schon sagen,
Nee. Ja, gut. Love Drug oder wie hieß es nochmal? Von Clamp. Geht ja so ein bisschen in die Richtung. Hat aber doch trotzdem irgendwo einen anderen Sinn. Also ist jetzt nicht so in your face Boys Love. Von daher, nein, sowas habe ich leider. Zum Glück nicht. Leider zum Glück nicht. Girls Love Manga, also Yuri quasi oder Jojo Ai, habe ich mittlerweile jetzt recht viel. Aber alles noch nicht gelesen. Aber ich habe Ippo Moea und das finde ich nach wie vor top. Also damals war ich ja von dem Genre eher so ein bisschen, ne. Mittlerweile muss ich sagen, das Interesse ist schon ein bisschen mehr da, aber Ippo Moea habe ich mir damals noch behalten, obwohl ich eigentlich gesagt habe, interessiert mich jetzt nicht so. Einfach putzig und schön und tolle Atmosphäre und geil. Ippo Moea kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. So, Manga mit den meisten Bänden. Oh mein Gott, das Band 48 spricht Bände. Nein, ich glaube, über 48 bin ich bisher jetzt noch nicht gekommen. Was aber schon mehr als genug ist, weil das ist eine ganze Reihe und eine ganze Menge. Mangas mit der schönsten Farbseite. Ehrlich, I don't care. Es ist so diese typische I don't care. Es ist mir ziemlich egal, ob Manga Farbseite innen drin hat. Wow, wenn es immer heißt, und mit drei Farbseiten. I don't care. Es ist mir so egal. Dears? Ich habe da die Farbseiten sogar rausgerissen, in Anführungsstrichen, weil es waren Poster. Die habe ich aufgehängt. Hängt ihr mich jetzt auf, weil ich diese heiligen Farbseiten rausgemacht habe? Naja. Also ich bin ja eigentlich immer so einer, gerade so bei so Sticker oder. Gut, mittlerweile wähnt mich das sowieso, aber damals habe ich Sticker genutzt, ne? Und damals habe ich auch die Poster rausgemacht. Würde ich heute noch machen, weil ich meine, hallo, dazu sind sie da. Dass man die da drin rumgammeln lässt, ist halt auch nicht so Bombe, finde ich. Ja, aber ja, Dears war ganz cool eigentlich so. Und Psychic Academy hatte auch ein paar coole. Aber ansonsten kann ich mich jetzt gerade halt echt an nichts erinnern. Also die Farbseiten gehen mir echt so dermaßen sonst wo vorbei. Deswegen, next! Und zwar der billigste Manga, den ich jemals gekauft habe. In erster Linie natürlich alle Manga, die ich geschenkt bekommen habe. Aber auch. Ich glaube, School Rumble. Irgendein Band. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, welchen. Aber irgendein Band habe ich unter 1 Euro habe ich dafür ausgegeben. Irgendwas, ich glaube, 70 Cent oder 60 Cent oder so. Ich habe mir irgendwann mal so wieder mal ein Band gekauft von School Rumble und der war scheiße günstig. Also ich glaube, billiger bin ich bisher noch nicht weggekommen. Ja, und das war wohl bemerkt irgendwo bei einem, war es ein Flohmarkt oder? Nee, Flohmarkt war es, oder? Kann sein, kann sein. Also ich habe kein Porto dafür bezahlt, also musste ich es irgendwo gekauft haben und gleich mitgenommen haben. Ich kann es euch nicht mehr sagen, aber das weiß ich auf jeden Fall noch. Es war School Rumble unter 1 Euro, aber jetzt genau der genaue Preis, wie gesagt, 60, 70 Cent vielleicht. Die traurigste Stelle in einem Manga. Die traurigste Stelle, wie es immer so klingt, ne? So als wie es gäbe nur das, was du jetzt erwähnst, nur das, sonst gibt es nichts Traurigeres. Ey, ich könnte einfach zig Stellen in One Piece zum Beispiel aufzählen, wo ich einfach Rotz und Wasser geheult habe. Also war das scheinbar schon ziemlich traurig. Trotzdem muss ich sagen, ja, auch natürlich. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, wo ich einfach aus persönlichen Gründen wahrscheinlich geheult habe, wo andere jetzt wahrscheinlich nicht so nah am Wasser gebaut werden. Aber das ist ja immer dann so eine individuelle Sache. Aber Video Girl Eye. Holy shit. Ich sag nicht warum. Aber holy shit, Video Girl Eye. Vom Mangaka, wie gesagt, von IS, DNA und Shadow Lady. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, der Manga, und wie gesagt, holy shit. Dann haben wir die lustigste Stelle in einem Manga. Auch hier wieder. Es gibt nichts Lustigeres als das, was ich jetzt gleich nenne. Ehrlich gesagt war es schwierig, weil ich habe einen ganz merkwürdigen Humor. Vor allem so ein, ja, fast schon wirklich perversen Humor. Also ich lache über sowas. Also ich fand jetzt also zum Beispiel, Mensch, wie hieß der Manga nochmal? Oh Gott, ey.
Wenn ich es jetzt gerade wüsste, dieser irgendwas mit Hospital, oder? Hieß es nicht irgendwas mit Hospital? Nee, 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 nee. Ach, Kacke, Mensch, wie hieß denn das? Ich komme gerade nicht drauf. Es ist so ein wirklich so ein reiner Manga gewesen, der nur darauf ausgezielt ist, natürlich die Erwachsenen anzusprechen mit Sex und so weiter, aber auch gleichzeitig das Ganze so voll über den Haufen. Es ist so lächerlich und dumm und saulustig. Ich könnte jedes Mal drüber, ich lache Hotz und Wasser drüber. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Fuck. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Ist mir jetzt aber echt, ehrlich gesagt, spontan vorgekommen. Ich habe ja, normalerweise tue ich das quasi wie so eine Art Skript, habe ich hier, damit ich das sinnvoll lesen kann. Aber Mensch, irgendwie hieß das doch. Ich habe es euch sogar mal empfohlen. Mann, Mann, Mann. Ach Gott, wie hieß dieses? Irgendwas Hospital oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, das fand ich wahnsinnig lustig. Oder wo ich auch wirklich gelacht habe, war bei dem Manga von hier Dingens, ist mir jetzt auch spontan eingefallen und schon wieder weiß ich den Namen nicht. Von So I Can't Play Ecchi oder H, in dem Fall wird es ja geschrieben, So I Can't Play H. Das ist so dumm und eigentlich so voll unlustig im Sinne, aber. Also so, es ist jetzt nicht so In-Your-Face-Humor, aber ich finde es lustig. Ich amüsiere mich darüber köstlich. Ich kann es auch echt nicht erklären. Das ist bei weitem kein Niveau voller Humor, aber ich finde es einfach, ich stellenweise muss ich halt echt lachen. Oder auch bei Momenten in Neon Genesis Evangelion mit Shinji und Asuka. Alter, ich musste echt wirklich lachen. Wirklich, wirklich lachen. Ich fand es so gut, diese Momente. Aber jetzt nochmal, um es wirklich so Manga zu nennen, wo ich wirklich permanent gelacht habe. Das sind drei Stück. Und zwar einmal Azumanga Daioh, wo der Anime mich total liegen hat lassen, wo ich nicht einmal lachen musste. Und irgendwann war es mir einfach zu doof. Ich weiß nicht warum, bis heute nicht. Beim Manga habe ich wirklich Tränen gelacht. Azumanga Daioh, absolut super lustig. Dann School Rumble. Allein die ganzen Momente mit Kenshi Harima, ist nur noch Tränen gelacht. Und Chromati High School, was ja leider gedroppt wurde von Tokyo Pop damals, wo ich auch nicht besitze, weil ich irgendwie, ja, vielleicht irgendwann hole ich es mir wahrscheinlich doch. Aber trotzdem ist halt irgendwo ein bisschen schade zu sehen, dass es nicht weitergeht. Chromati High School ist im Grunde eigentlich das, was derzeit Sadamoto ist, ja. Das habe ich mir damals, habe ich mir schon gedacht, als ich Sadamoto das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist einfach, das ist Chromati High School, bloß mit einem Schönling. Das war es eigentlich schon, im Grunde. Aber Chromati High School ist halt wirklich noch ein Ticken bescheuerter. Ich meine, da ist einfach ein Gorilla in der Nachbarklasse und kein Bocks. Da ist ein Roboter irgendwo in einer anderen Parallelklasse, kein Bocks. Da ist ein alter Mann, der ist wahrscheinlich irgendwie so knapp an die 50 und im Tanktop mit Brustbehaarung und sieht ein bisschen aus wie eine dicke Version von Freddie Mercury und die nennen sie alle Freddy. Und es ist vollkommen okay, dass der da in diesem Raum sitzt. Und keiner hinterfragt es. Weißt du, das sind so Sachen. Das ist einfach, Chromati High School ist sowas von lustig. Und auch der Anime, wenn ihr euch den Anime guckt, der ist alt, ja, aber er ist so, so geil lustig. Und nur um es mal zu gesagt zu haben. So, das irritierendste Manga-Cover. Das irritierendste Cover heißt es so? Egal. Ihr wisst, was ich damit meine. Also Manga, wo ihr anguckt und ihr denkt einfach nur. Weil vielleicht auch ein bisschen verstört. Das war bei mir die Sergeant Frog. Sergeant Frog und Kereiro Gunso heißt das auf Japan, auf Japanisch, auf Japan. Und auf Deutschland heißt das, also in Deutschland heißt das Sergeant Frog. Und die Cover waren alle so 3D designt und es sah so scheiße aus und es hätte so cool aussehen können. Und die Cover sahen alle so kacke aus und aber wirklich irritierend, weil ich meine, das hatte man noch nie auf einem Manga. Ich meine, auf einmal so komisches 3D-Objekt auf dem Cover. Es war merkwürdig, irgendwie doof und komisch und nee. Okay, kommen wir fast zum Ende, zum vorletzten.
Und zwar der komplizierteste Manga. Oder die kompliziertesten Mangas, die ich in meiner Sammlung habe, wohlbemerkt. Es kann noch viel dazukommen. Fand ich aber vom gleichen Mangaka, und zwar Tsutomu Nihei. Einmal Abara, und also die zwei Bände Abara und der eine One-Shot Noise. Noise kann ich, glaube ich, ein Stück weit verstehen, warum ich es kompliziert fand und unübersichtlich, weil ich Blame nie gelesen habe und das ja, glaube ich, ein Prequel zu Blame ist oder eine Nebengeschichte oder sowas. Deshalb war es irgendwie klar, dass ich nichts kapiert habe. Bei Abara jedoch habe ich die Bilder angeguckt, stellenweise überhaupt nicht kapiert, was jetzt gerade abgeht, wo wir sind jetzt gerade in diesem Moment, warum, was die labern, und am Ende war es halt vorbei und ich habe mir gedacht, hä? War das jetzt echt zu kompliziert oder war ich einfach gerade nur dämlich? Hab's nochmal gelesen? Ich hab's immer noch nicht kapiert. Für mich ist Abara einfach scheiße kompliziert. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich raff diesen Manga nicht. Fertig. Er ist nicht schlecht. Er hat mich sehr unterhalten, sogar zweimal. Aber ich habe ihn nicht kapiert. Ich kapiere ihn nicht. Ich, keine Ahnung. So, und die letzte Frage. Absolut für diese Kategorie. Bei welchem Manga würdet ihr nicht zugeben, dass ihr den gelesen habt oder womöglich verstecken, wenn ein Non-Otaku euch besuchen kommt? Erstmal, wie gesagt, nach wie vor, dieses Wort Otaku. Aber wenn sie meinen. Aber so diese Aussage, wenn jemand kommt, weißt du, an euch und so rumguckt, welchen Manga darf der dann nicht sehen? So. Also. Ich sag's, wie es ist. Klar. Auch meiner Meinung nach ist Loli-Kram nach wie vor total harmlos, weil es ist nur gezeichnet. Fuck it. Ja, total Wayne. Jedoch, ein Non-Attacko, der sowas sehen würde bei mir, da würde es dann Gesprächsbedarf geben oder da hättest du gleich so eine Meinung, sag ich mal, so ein Meinungsstempel. Plopp. Weil die Leute sich in ersten Momenten überhaupt nicht damit beschäftigen würden. So, der Punkt ist aber, ich habe sowas hier gar nicht, also I don't care. Also das wäre der einzige Moment, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht jetzt nicht ganz nach vorne machen, wenn ich so Loli-Fan wäre. Wenn man reinkommt, man sieht gleich hier so, pff, das ist nur noch Loli. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Wie gesagt, ich wäre der Letzte, der reinkommen würde und würde sagen, oh Gott, ey, du pädophile Sau und bla bla bla. Ne? Kennt man ja alles. Aber Fakt ist, ich glaube, man sollte es halt einfach nicht überreizen und vielleicht deshalb einfach so einer Konfrontation aus dem Weg gehen, weil es einfach nicht sein muss. Es muss einfach nicht sein. Und der wird derjenige, wenn er eh kein, in Anführungsstrichen, Non-Otaku ist, den interessiert es dann eh nicht. Also könnte man es genauso gut auch verschweigen. Ne? Also das bricht auch in einer Freundschaft oder so nichts ab. Man muss da nicht alles erzählen. Fakt ist für mich, ich habe nichts. Ja, von mir aus kann er gucken, oh mein Gott, ein Hentai-Manga, ein Ero-Manga. Ja und? Andere haben Playboy irgendwie unter der Matratze oder, keine Ahnung, haben Playboy-Kalender irgendwo hängen und das ist nichts anderes. Ich bin auch nur ein männliches Wesen mit Bedürfnissen. Aber das Interessante ist ja, dass ich das nicht als Vorlage nehme, weil ich einfach Manga cool finde. Und auch wenn ich halt mal im Internet was so lese und ich sage, ey, der war jetzt schon irgendwie Hammer, so im erotischen wie im zeichnerischen Sinne, dann kaufe ich das und unterstütze den Mangaka. Auch wenn ich es nicht lesen kann. Aber ich hab's. Bam. Bam oder bam. Das ist es. Das ist meine Aussage dazu. Also ich hab nichts, wo ich jetzt irgendwie verstecken würde und würde sagen, oh mein Gott, wenn die Leute hier reinkommen, ist es meistens eher andersrum, sondern oh mein Gott, oh, voll cool. Und ich so viel abwechslungsreich. Ich hab alles Mögliche von Fantasy, Science Fiction, Horror, Comedy, Edgy, Hentai. Ich habe einfach irgendwo gefühlt alles mal, außer Boys Love, okay. Also ansonsten habe ich so wirklich so gefühlt alles und das fasziniert die einfach so, die Leute gucken dann so durch und jeder hat so gleich im ersten Moment sehe ich immer so, der geht so der Blick dahin und ah, das könnte dem gefallen. Das merke ich dann immer schon so, das freut mich immer ganz gut. Wenn so Leute, die jetzt keine Fans sind, sage ich mal, einfach reinkommen und gucken und klotzen und ah, das ist schön. Das gibt mir
ein wohliges Gefühl in mein Magen und in mein Herz. So, das wär's aber für diesen Teil und wahrscheinlich auch der letzte, vorerst letzte Teil. Wenn ihr Ideen habt, was ich da vielleicht so, also wenn ihr Fragen habt, die ich mir quasi selber stellen kann, okay, ich erkläre es nochmal. Wenn ihr eine Idee habt, welche Fragen ich mir als quasi für einen neuen Part stellen könnte, schreibt ihr doch einfach gerne in die Kommentare oder in Facebook oder Twitter oder Instagram oder sonst wo. Weil Instagram ist schwierig, wenn ich kein Bild mache. Egal. Auf jeden Fall wäre das ganz cool. Und das hilft mir auch weiter, weil, ehrlich, so langsam, mir fällt nichts mehr ein. Aber wenn ihr noch irgendeine Idee habt an Fragen, dann raus damit, dann mache ich nochmal einen neuen, wenn noch genug zusammenkommen, dann mache ich nochmal einen neuen Monologie-Part. So, jetzt ist aber gut, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir genug, jetzt haben wir fast eine Stunde, aber noch nicht fast eine Stunde, noch nicht ganz eine Stunde, sondern nur fast. Und deshalb hören wir auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr vielleicht, was ihr tun könnt. Daumen ist immer ganz cool für YouTube, weißt du, dann sehen die Leute, oh mein Gott, der hat 10 Daumen. Das Video kann nicht ganz so scheiße sein. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Ich bin euer René von der Mäser Manga und ich sage, ciao.